Ja, ich darf Sie nochmal begrüßen und zwar gibt es wieder mal einen kleinen Wortbeitrag. Ja, vielleicht haben Sie es noch nicht in Erfahrung gebracht, aber wir sind sowas wie eine Teststation hier. Und heute gibt es ganz exklusiv für Sie einen Booster. Alle, die kommen, bekommen hier kostenlos die Möglichkeit, sich zu boosten. Und das möchte ich natürlich ausführen. Ein Booster soll ja etwas sein, was etwas verstärkt, nochmal Kraft gibt, so einen Aufschub gibt von der Intensität einer Sache, die gegen etwas ist. Und das haben wir hier reichlich. Und zwar haben wir hier kostenlos den Booster für das Leben. Und wir sind überzeugt, jeder Mensch braucht diesen Booster. Denn wie will man dieses Leben schaffen ohne einen Gott? Wie will man hier in diesem Leben überhaupt über die Runden kommen, bei all den Klagen, Beschwerden, Ungerechtigkeiten und vielen Dingen, die so unerwünscht einfach in das Leben reinbrechen? Wie will man das überstehen? Und ich sage Ihnen, ein Mensch, der diesen Booster nicht hat, der diese Vollimpfung, nämlich auch mit Gott zu leben, mit Gott zu sein, nicht hat, oh, da wird es wirklich schmerzlich, da wird es beschwerlich, da wird es wirklich, ja, hanebüchend. Also ich weiß nicht, wie Sie das schaffen. Und ich möchte Sie erinnern, dass jeder Mensch auch über die Jahrzehnte gelernt hat, gekonnt auch diese Wahrheit zu überdecken. Die Wahrheit darüber, dass er weiß, dass es einen Gott gibt. Und auch, dass wir so moralisch denken, uns wirklich Gedanken machen über richtig und falsch, gut und böse und woher alles kommt und was es der Sinn der Sache ist, das ist daran, liegt daran, dass Gott uns so gemacht hat. Mit dieser Ahnung von Ewigkeit, das heißt nämlich hier im Buch Prediger, der Mensch, dem wurde die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und andererseits weiß er auch dieses Wissen über Gott, Römer 1, dass er trotzdem bewusst das andere gewählt hat. Ich möchte diesen Booster anpreisen, denn dieser Booster, der ist nicht gefährlich. Der hat keine Nebenwirkung. Dieser Booster, der gibt nicht nur Kraft für eine kurze Zeit, sondern wirklich immer wieder gegenwärtig. Und natürlich bedingt es eine Sache. Und zwar auch dieses Bewusstsein, ich schaffe es eben nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich werde hier mit meiner eigenen Kraft nicht weit kommen. Und das ist eine Sache, die fällt uns Deutschen, uns Menschen grundsätzlich schwer. Wir geben Schwächen nicht gerne zu. Wir geben nicht gerne zu, dass wir Hilfe brauchen. Aber wenn es natürlich zu einer Gefahr kommt, sind wir natürlich auch bereit, sofort auch die Polizei zu rufen. Das ist ja auch dann ganz normal und natürlich. Aber ich sage Ihnen, in dem Leben ist es dunkel. In dem Leben gibt es Dinge, die wünscht sich kein Mensch. Ja? Jeder von uns könnte hier ein Seelenstriptease machen und erzählen, wie grausam oder das Leben bisher war oder was er für Schicksalsschläge er durch hatte. Darum geht es mir nicht. Ich möchte nur sagen, es gibt ein Gegenmittel, es gibt ein Hilfsmittel, es gibt die Möglichkeit, in diesen Dingen durchzustehen, die Kraft zu haben, Kraft zu tanken, einen Booster für das Leben. Einen Booster, der wirklich hilft. Ein Booster, mit dem Sie auskommen und überstehen können in dieser grausamen Zeit und in dieser grausamen Welt. Ich möchte vorlesen aus Apostelgeschichte 17. Da heißt es, nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Es soll ja noch Menschen geben, die nie von Gott gehört haben. Die gar nicht wissen, was sie tun. Sie erinnern sich vielleicht an die Worte, die Jesus Christus am Kreuz gesprochen hat. Ein Mensch ohne Sünde, wie ein Verbrecher behandelt, steht am Kreuz, wird gerade gefoltert und ist kurz vorm Sterben. Und dann sagt er zu all dieser lachenden, ihn verachtenden Menschenmenge, Gott vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und es könnte sein, dass sie auch nicht wissen, was sie tun. Dass sie als Mensch bisschen natürlich geprägt sind von dem Umfeld, von dieser Gesellschaft und von all den Einflüssen, was sie so hören und ihrer Sozialisation. Es kann sein, dass sie deswegen unwissend sind über Gott, dass sie ihn deswegen nicht kennen. Aber jetzt, nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, er hat nicht eingegriffen, er hat es zugelassen, er hat sie machen lassen, ruft er trotzdem auf und heute auch hier durch meine bescheidene Persönlichkeit, dass die Menschen überall Buße tun sollen. Sie brauchen nicht nur ihn als Booster für das Leben, sondern Gott möchte ihnen auch sagen, sie sollten Buße tun. Denn so gut, wie sie von sich selber denken, was sie von sich halten, sind sie nicht. Sind sie nicht. Und gut, dass die Menschen nicht in ihren Kopf reinschauen können, dass ihre Gedanken nicht hier auf einem Bildschirm projiziert werden. Gut, dass man nicht immer weiß, was sie so alles tun, im Verborgenen, im Heimlichen. Aber
Jetzt ist die Möglichkeit, trotzdem sich das einzugestehen, man braucht Gott. Und Buße ist ein Wort, das wir uns vielleicht, es ist nicht mehr so vertraut. Buße heißt wirklich, dass ich etwas bereue, aber zunächst muss ich es verstehen. Und lieber Mensch, wenn ich Ihnen sage, Sie sind böse, dann werden Sie das nicht verstehen. Sie werden es als Beleidigung annehmen, als Beleidigung wahrnehmen. Aber ich sage Ihnen, ich kenne keinen Menschen, der nicht böse ist. Sie sehen ganz harmlos aus. Also sie sehen sogar richtig freundlich aus, als könnten sie keiner Fliege was zuleide tun. Aber der Mensch, sagt die Bibel, ist böse. Und der Mensch soll, hier habe ich es vorgelesen, überall sollen die Menschen Buße tun. Sie sollen sich eingestehen, wer sie eigentlich sind, was sie getan haben gegenüber Gott und ihren Mitmenschen. Ja, und sie müssen das bereuen, einsehen. Einfach nicht aufgezwungen oder einfach mal so nachgeplappert, sondern wirklich mit ganzer Überzeugung dieses Bewusstsein. Ich kann nur von mir erzählen. Ich kann Ihnen sagen, ich dachte, das ist doch alles menschlich, so wie ich Leute behandle. Dass ich meine Freundin betrüge, dass ich die Leute belüge und dass ich sogar, ich weiß noch, ich habe einen Freund gehabt, der hatte ein bisschen mehr Geld als ich gehabt und der hatte so verschiedene Techniksachen und ich habe ihn einfach beklaut. Ist doch nichts dabei. Ich wurde nicht erwischt. Ach, schwamm drüber. Nein, es ist falsch. Und als Gott in mein Leben kam, wurde mir bewusst, dass so vieles in meinem Leben scheinbar normal ist für uns. Menschlich gesehen normal. Aber es ist falsch. Es ist im Prinzip grundtief falsch. Und wir, wenn wir uns vergleichen mit dem, was Gott sich fürs Leben vorgestellt hat, dann leben wir ein komplett falsches Leben. Und wir müssen, und er kann uns Licht geben, dass wir das verstehen, dass es so ist. Und dann können wir auch dementsprechend es uns eingestehen, es bereuen und wirklich auch so meinen, nicht nur so sagen. Weil leere Worte kann jeder von uns hier sagen. Viele von Ihnen haben schon mal, ich liebe dich zu jemandem gesagt, aber meinten eigentlich in Wirklichkeit, ich will dich nur, ich liebe mich mehr als dich. Das geht so einfach, Worte zu sprechen. Aber Gott möchte, dass wir vom Grund auf begreifen, wer wir wirklich sind. Uns verstellen, eine Maske aufsetzen, das kann doch nicht jeder hier. Wir sind alle hier geborene Schauspieler, sie haben bloß noch keinen Oscar bekommen. Aber große Lügner sind wir alle. Keiner von uns hat gelernt zu lügen und zu klauen, trotzdem können wir das. Warum? Weil unsere Natur das bedingt. Wir sind so von Natur aus böse. Darf ich Ihnen das nochmal sagen, moderner, aufgeklärter Mensch? Eine Anzeige flattert gleich ins Haus. Sie sind kein guter Mensch. Sie sind böse. Vor Gott. Nicht wegen mir. Ja, ich kenne Sie nicht. Aber natürlich gibt es so viele Dinge, für die wir uns schämen würden, wenn sie nur in die Öffentlichkeit kommen würden. Aber Gott will uns nicht irgendwie gängeln. Er will nicht, dass wir darauf rumreiten. Nein, er bietet uns Hoffnung an. Er bietet uns Veränderung an. Gott ist ein guter Gott, der uns das nicht nur sagen will, um uns irgendwie damit irgendwie hier zu schikanieren. Nein, das ist keine reine Schikane, wie wir das in dieser Zeit gerade erleben. Leute werden diskriminiert, verachtet, ausgegrenzt und so. Das ist ja unsere Natur, die kommt jetzt nur zutage. Gott will uns nicht schikanieren. Nein, er will uns korrigieren. Er will uns reparieren. Gott möchte uns das wahre Leben geben. Viele von Ihnen denken, sie sind freie Menschen. Ja, weil sie sind frei zu entscheiden, was sie tun, mit was sie sich beschäftigen, wie sie leben. Ich sage Ihnen, sie sind nicht frei. Keiner hier, der über den Platz geht, ist frei. Sie alle sind Sklaven. Sklaven, nämlich der Sünde. Dürfen Sie gerne ein Stück weitergehen? Genau. Wir alle sind Sklaven von etwas, nämlich von dem, dass wir etwas tun müssen. Wir können gar nichts machen. Ich bin auch ein Sklave, aber ich bin ein Sklave des Herrn Jesus Christus. Ich habe einen guten Herrn, der mich nicht gängelt. Ich habe einen guten Herrn, der mich nicht zerstören möchte. Ich habe einen guten Herrn, der weiß, was für mich gut ist als Mensch. Und dementsprechend lebe ich auch nach dem, was hier geschrieben steht. Denn Gott hat sich offenbart. Das heißt, er hat sich gezeigt. Er ist uns entgegengekommen. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben ein Gewissen. Wir haben die Schöpfung. Wir haben so viele Gründe, eben nicht sagen zu müssen, es gibt keinen Gott. Aber wir halten es für intellektuell, wenn wir das so sagen. Ja, mit irgendwelchen Fakten, die wir irgendwo lernen aus Büchern. Manche haben zu mir gesagt, das ist doch nur ein Buch. Gibt es irgendwelche intellektuellen Weisheiten, die Sie nicht aus einem Buch haben oder kennen? Komisch, bei der Bibel zählt es nicht, aber in Ihrem Leben schon. Ich möchte es nochmal sagen. Nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Der wahre Booster fürs Leben, habe ich Ihnen gesagt, ist mit diesem Gott zu leben, Kraft zu beziehen, wirklich gewappnet zu sein für all die Höhen und Tiefen, Auf und Abs, die auf jeden Fall kommen werden. Gott will uns das geben. Und Buße ist die Voraussetzung, wenn man sich eingesteht,
Ich kann ohne mich, ohne dich nichts tun. Ich habe so egoistisch und falsch und stolz gelebt. Ich brauche dich so sehr. Und wenn diese Buße stattgefunden hat, ist es die Möglichkeit, mit diesem Gott in Frieden zu leben. Endlich zu wissen, warum ist man hier? Wozu bin ich gemacht? Mein Leben hat einen Sinn. Ich bin mehr als nur Moleküle, die zusammengewürfelt worden sind. Ich bin ein wertvoller Mensch. Und ich brauche keine Instagram-Klicks, damit ich meine Wertigkeit erkenne, sondern einen Gott, der mich geschaffen hat und einen Gott, der mich liebt. In diesem Sinne möchte ich Sie erinnern, wir alle brauchen diese Buße. Wir alle brauchen diesen Buße. Das ist kostenlos, ja. Ja. Gottes Segen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen wirklich erinnern, hier gibt es an dieser Teststation kostenlos die Booster-Möglichkeit. Wir reden mit Ihnen, wir beten für Sie, wir beschenken Sie, denn es gibt noch Hoffnung. Gottes Segen.